der Kollege Marian Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir führen diese Debatte zur Vorratsdatenspeicherung heute und auch die letzten Jahre schon sehr, sehr lange und sehr intensiv. Und wir dürfen wohl erst mal alle feststellen, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung per se nicht verfassungswidrig ist. Das schreibt auch Grüne und Linke in ihrem Antrag. Und deswegen werden wir alsbald einen Gesetzentwurf vorlegen, der mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unserem Land vereinbar ist. Ich darf als Mitglied im Innenausschuss auf zwei Punkte eingehen. Zum einen die Bedeutung der Vorratsdatenspeicherung für die strafrechtlichen Ermittlungen und über die Rolle der Linksfraktion in der heutigen Debatte. Zum ersten Punkt. Es steht fest, ohne die Vorratsdatenspeicherung können weniger Straftaten aufgeklärt werden. Das belegen zahlreiche Daten des Bundeskriminalamtes oder des Bundes deutscher Kriminalbeamter. Auch das Beispiel Internetkriminalität zeigt dies auf traurige Weise. Erst am Mittwoch und heute Nachmittag im Innenausschuss sprechen wir ausführlich über den Fall Edati, aber vor allen Dingen auch über den Kinderpornoring, der in Kanada aufgeflogen ist. Durch die kanadischen Behörden wurden uns alleine 450 Gigabyte an Daten übersandt, darunter das widerliche Beweismaterial von Bildern und Videos nackter Kinder, aber auch die IP-Adressen der deutschen Kunden des kanadischen Unternehmens. Dabei gab es auch Personen, die ausschließlich anonym über das Internet bestellt haben, ohne Lieferadresse, ohne Rechnungsadresse oder Bestelladresse. Über die Komplexität der verschiedenen Adressen wurden wir am Mittwoch eindeutig und interessanterweise informiert. Und diese Personen können von den deutschen Strafbehörden nicht mehr nachverfolgt werden, denn deren IP-Adresse können hier in Deutschland nicht mehr einem Anschluss und damit einer Person zugeordnet werden, da die Internetprovider nicht zum Speichern der Daten verpflichtet sind und in der Regel zwischen 0, 10, 15, 30 oder 100 Tagen gelöscht werden. Die Ermittlungen gegen die Personen, die über das Internet dieses widerliche Material bezogen haben, laufen ohne Vorratsdatenspeicherung ins Leere. Eine Zahl hierzu. Nach internen Erhebungen des BKA wurden zwischen März 2010, das war der Monat, wo das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung zunächst gestoppt hat, bis zum April 2011 5.100 Fälle von Internetkriminalität registriert. 4.300 Fälle konnten aufgrund nicht vorhandener Daten nicht zurückverfolgt werden. Das sind über 80% der Fälle, deren wir nicht nachgehen können. Viele Straftaten konnten nicht aufgeklärt werden. Ich denke, das liegt nicht in unserem Interesse. Und wir sollten ja jeden einzelnen Straftäter verfolgen können. Ich denke, da sind wir uns hier, sollten wir uns alle einig sein. Zum zweiten Punkt, die Linksfraktion in der heutigen Debatte. Im Antrag der Linken werden mehrfach die Wichtigkeit der Bürgerrechte und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger betont. Ich darf zitieren: Die Vorratsdatenspeicherung bedeutet aber Totalregistrierung und ebnet den Weg zum Überwachungsstaat und zum gläsernen Bürger. Sie ist einer Demokratie nicht würdig. Meine Damen und Herren, diese Aussage ist nicht nur inhaltlich falsch, das haben meine Vorredner auch bereits belegt, aber aus Ihrem Mund, und das möchte ich hier ausdrücklich hervorheben, sind die zitierten Aussagen vollkommen unglaubwürdig. Ein paar Beispiele. Den Antrag der Linken haben unter anderem Dr. Petra Sitte, Dr. André Hahn und Frau Steinke unterzeichnet. Frau Sitte war Mitglied der SED seit 1981, Herr Hahn trat 1985 der SED bei, Frau Steinke war seit 1981 in der SED aktiv. In der SED waren alle drei Herrschaften aktiv und wir wissen, wer die staatstragende Partei war in der DDR. Das war die SED und nicht die Regierung. Und gerade die DDR und damit die SED waren ein Garant für den totalitären Überwachungsstaat und den gläsernen Bürger. Das sollten Sie hier berücksichtigen. Sie hofieren als SED-Nachfolgepartei die Stasi-Mitarbeiter, wie im letzten Sommer durch Frau Steinke. Und Sie waren selbst aktiver Teil des Überwachungsstaates. Sie, kleingeschrieben. Ja.
Sie müssten auch zu Ihrer Geschichte, wie gesagt, diese aufklären. Und solange Sie das vielleicht nicht gemacht haben, sollten Sie... Ja, dann lernen Sie doch daraus. Ich darf vielleicht... Aber wenn Sie aus Ihrer Geschichte gelernt haben, wo bleibt denn die deutliche Bekenntnis zur Verurteilung der Geschichte? Wieso werden Sie denn immer noch vom Verfassungsschutz auch kontrolliert? Und wieso setzen Kollege Sie denn nicht aktiv... Kollege Wendt, möchten Sie die Gelegenheit der Verlängerung Ihrer Redezeit wahrnehmen, indem Sie noch auf eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Bawczyniak reagieren, weil sonst wäre sie eigentlich abgelaufen. Herr Wendt, würden Sie zur Kenntnis nehmen, wollen und können, dass es zunächst auf dem Sonderparteitag der Umbenennung der SED in SED-PDS eine Entschuldigung gegeben hat. Oh. Würden Sie zur Kenntnis nehmen, können und wollen, dass es eine umfassende, lange Debatte zur Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit gegeben hat, bis hin zu Beschlüssen, zur Offenlegung der eigenen Biografie? Und würden Sie zur Kenntnis nehmen können und wollen, dass wir uns mit unserer eigenen Vergangenheit um unserer selber Willen auseinandergesetzt haben, während Sie Mitglieder der SED in Ihren Reihen haben, Mitglieder der Blockparteien und deren unrechtmäßig erworbenes Geld? Frau Kollegin, ich nehme dies alles zur Kenntnis, was Sie gesagt haben, aber ich frage mich nach den Folgen. Das sind eher Krokodilstränen, die da vergossen wurden. Denn die ehemaligen SED-Aktiven und Forderinnen, die diesen Staat getragen haben, die sind auch heute noch aktiv engagiert in ihrer Partei. Neben Worten, die man auch beschließt auf Parteitagen, müssten dann auch konsequent personelle Konsequenzen folgen. Auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit stellt da die Frage. Und deswegen, darf ich das nochmal zusammenfassen, ist das relativ unglaubwürdig. Ich bin ja ein Christ und ich glaube auch an das Gute im Menschen. Deswegen hoffe ich ja, dass Sie in den nächsten Jahren zu der Einsicht kommen, doch noch Konsequenzen zu ziehen. Und ich glaube, wir sollten vielleicht, um die Debatte damit auch zu beenden, schnellstens uns ranmachen, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der den unbefriedigenden Zustand beendet, dass Kinderpornografie nicht mehr verfolgt werden kann im Internet. Und die Koalition wird dazu einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, damit wir die Opfer schützen, die Täter überführen und die Verfassung schützen. Vielen Dank.